Kein Saisonauftakt nach Maß. Die Herren vom Tennisclub 1899 Blau-Weiß Berlin kassierten gegen die Gäste vom Tennispark Versmold eine 0:9 Niederlage. Leider hat es nicht so gut angefangen. Ich kam schwer ins Spiel rein und irgendwie habe ich keinen Rhythmus gefunden. Das Glück auf Seiten der Berliner blieb am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga Nord aus. Vor allem Berlins zweitgesetzter Vaslav Safranek war vom Verletzungspech verfolgt. Aufgrund seiner Handverletzung ging er geschwächt an den Start und gab bereits nach dem ersten Satz auf. Dementsprechend gewann Jelle Selz das Match mit 6:3 und 0:1. Auch Safraneks Landsmann Robin Stanek musste verletzungsbedingt aufgeben. Aufgrund meiner Verletzung habe ich mich noch nicht zu 100% fit gefühlt, weshalb ich das Spiel vorher beendet habe, damit ich für den nächsten Spieltag ready bin. Unter anderem waren für die Gastgebermannschaft wieder bekannte Gesichter wie Philipp Pavlenko und Laszlo Urrutia-Fuentes mit von der Partie. Neu im Team ist der Deutsche Jan Kirchhoff. Dieser feierte an diesem Spieltag sein Zweit-Bundesliga-Debüt und das direkt gegen den stark gesetzten Marvin Nitoschel. Allerdings musste sich Kirchhoff in seinem ersten Bundesliga-Einsatz gegen den 7 Jahre älteren Versmolder geschlagen geben. Nitoschel konnte seine Erfahrung nutzen und gewann den ersten Satz mit 6:4 und den zweiten deutlich mit 6:1. Dennoch machte es der Berliner dem Versmolder oft nicht leicht. Er hat physisch sehr stark agiert, hat viele Bälle gesaved, zurückgebracht und hat mich dann wirklich auch manchmal halt auf den falschen Fuß erwischt. Und ich musste dann wirklich auch noch mal im zweiten Satz nochmal anziehen und da einen Step drauflegen. Am Nachmittag traf der Australier Dane Kelly vom TCBW im Spitzenspiel auf Mark Pomans. Der an Position 1 gesetzte Kelly spielte gegen Pomans zwar gut mit, musste sich am Ende doch geschlagen geben, da der Versmolder 100% gab und die Fehler von Kelly regelrecht ausnutzte. Somit fuhren die Gäste auch hier mit 6:3 und 7:5 einen Zweisatzsieg ein. Bereits nach den Einzel stand somit der Erfolg der Versmolder fest. Diesen konnten die Gäste aus Nordrhein-Westfalen auch in den Doppeln ausbauen. Jan Kirchhoff und der 19-jährige Philipp Pavlenko vom Tennisclub Blau-Weiß bestritten das letzte Doppel gegen Carlo Kubelic und Luca Gellhardt und verloren knapp mit 5:7 und 4:6. Aber ich denke, wir kämpfen weiter über die ganze Saison. Es war schön hier zu Hause, vor allem die Bundesliga zu eröffnen. Mit den Fans macht immer super Spaß und Glückwünsche an Versmold und wir sind bereit fürs nächste Wochenende. Bereits diesen Freitag empfangen die Berliner den Club an der Alster aus Hamburg. Bis dahin heißt es vor allem für Stanek und Safranek schnellstens wieder fit zu werden, um mit der Mannschaft den ersten Saisonsieg einzufahren.